Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme und Livestream von Fallout 4. Wir sind immer noch in Ward 81 und haben diesen Wissenschaftsroboter Curry befreit quasi, als wir das Heilmittel für diesen Aaron, nee, nicht Aaron, für, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, einen Moment, gucken wir nochmal schnell. Da, hinter der Wand war das, glaube ich. Finde das genau, für Austin, genau. Das haben wir schon erledigt gehabt in den letzten Folgen. Und da war jetzt leider nichts weiter offen für Board 81, irgendeine Aufgabe. Das ist soweit abgeschlossen. Wir haben jetzt noch das mit dem Minuteman in der Nähe der Burg auch offen. Und da gab es ja noch andere Sachen, wie der Quartiermeister. Ja, vielleicht sollten wir da nochmal hin gucken. Lass uns das mal auf der Karte zeigen. Das wäre hier. Und ich weiß jetzt nicht, warte, was ist da? Das hatten wir, okay. Hier ist Diamond City. Was war hier unten eigentlich? Achso, da ist das mit den Minutemen, okay. Aber da wird es ja auch, denke ich mal, recht schwer sein. Wir hatten doch noch irgendwo was mit einer Satellitenschüssel. Genau hier, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt hin kann, sollte. Aber wir können ja das hier nochmal machen mit der Technologie bergen. Vielleicht ja, können wir ja. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, machen wir einfach mal. So. Wenn das so schwer ist, dann können wir immer noch zu dieser Satellitenstation. Sendeturm hatten wir auch schon abgehabt. Cambridge. Vielleicht dahin. Das ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Aber wir versuchen nochmal die Technologie zu besorgen. Okay. Gut. So. Ja, dann verlassen wir hier wieder Ward 81, würde ich sagen. Müssen wir also hier lang. Ja, das war ja auch was mit der mit der geheimen Ward, die hinter der Ward oder nicht genau neben der Ward 81 sich befindet. Das ist ja wohl wirklich schief gelaufen dort, dieses Experiment. Naja. Sorry, wenn ich heute wieder ruhiger bin, weil irgendwie wieder dieses Wetter umgeschwungen ist oder umschwingen wird. Und das. Kelvin kann immer neues Werkzeug gebrauchen. Bezahlt wohl auch gut dafür. Okay, Calvin, wer ist das? Ich kann noch immer nicht glauben, dass sie einen ganz neuen Abschnitt des Walls entdeckt haben. Okay, Security, Screening. Okay, können wir mal gucken. Wir schulden dir was. Du hast nicht nur Austin gerettet. Es wären sicher auch Leute gestorben, wenn wir da selber runtergegangen wären. Ja, das würde ich auch sagen. Na gut. Hi. Whittaker ist der Meinung, dass die Arbeit jetzt, wo er von diesen Maulwurfsratten weiß, weniger wird. Mhm. Da fällt mir aber was ein. Die eine, die wollte aber auch gerne den Vault verlassen. Aber ich glaube nicht, dass. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich, wenn ich mit ihr rede, dass sie da mitkommt. Naja. Na, Power-Rüstung nehmen wir natürlich mit. Was? Denk dran, keine krummen Dinger. Okay. Hat sie irgendwie noch was? Hab gehört, was du für Austin getan hast. Und ja, danke.
Hör zu, es tut mir leid, dass ich anfangs so schroff war. Ich gebe gern zu, dass ich mich getäuscht habe. Hm. Wie nett sie doch auf einmal sein kann. Calvin sagt, dass ich nur raus will, um nicht arbeiten zu müssen. Vielleicht hat er recht. Der Stress hier drin bringt mich noch um. Hm. Pass auf dich auf, guter Mann. Ja, wir versuchen unser Bestes. So, wir sind wieder im Commonwealth. Und wo ist die Richtung? Da, in diese Richtung müssen wir. So. Aber eigentlich müssten wir mit unserer Power-Rüstung, glaube ich... Die hat, glaube ich, nicht mehr so viel Energie, meine ich, oder? Oh, ich höre Schüsse. Warte mal, wo hatten wir jetzt noch eine Power-Rüstungsstation? Weil die müsste sowieso repariert werden. Gucken wir nochmal auf der Karte, wo wir da mal am besten hingehen. Ich glaube, hier, da gab es auch... So eine Power-Rüstungsstation. Gucken wir mal. Reißen wir mal dahin. Vielleicht können wir sie ja reparieren. Ah, hier steht das auch mit den militärischen Kontrollpunkten. Da findet man häufig Fusionskerne. Von Nuka-Cola, dem beliebtesten amerikanischen Erfrischungsgetränk vor dem Krieg, wurden so viele Flaschen hergestellt, dass man es auch heute, 200 Jahre später, noch finden und genießen kann. So, da sind wir wieder beim Polizeirevier. Wo war das? Ich glaube, hier nebenan müssen wir lang. War das nicht hier? Was? Fusionskern entfernt. Ah, jetzt sind wir... Achso, wurde ausgetauscht. Ah, wir haben ja noch einen Fusionskern wohl gehabt. Wurde also ausgetauscht. Aber wir müssen trotzdem... Ich dachte, das war das hier nicht mal auf? Hm. Es ist gar nicht auf der Seite. Na gut, gehen wir hier rein. Okay. Na, was sagt Paladin Dance eigentlich? Dance? Was würde ich für einen funktionierenden Vertibird geben?
So, da sind wir im Fuhrpark. Da haben wir die Pausungsstation. Kann ich da... So, wie wird das jetzt repariert? Ah, okay. Wo sehe ich jetzt, was repariert werden muss? Wo sehe ich... Ach, alles. Ah, da, okay. Reparieren. Okay, das ist noch sehr beschädigt. Der Torso ist okay. Oh, das rechte Bein. Ah, ich brauche noch mehr Stahl. Okay, wo? Dann würde ich mal sagen, wir ziehen mal um die Häuser und... Oder beziehungsweise, warte mal. Ich glaube, hier im Polizeirevier gab es ja auch noch Stahl. Aber hier gab es nicht eine... Okay, suchen wir mal nach Stahl. Stahl. Okay, ich sammle jetzt mal erstmal alles ein. So, Stahl. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, weil ich vielleicht auch noch das ein oder andere modifizieren möchte. Müssen wir mal schauen. Ah. Oh, mein Rechner ist so heiß. Oh, sorry, mein Rechner, der ist zu warm. Ist aber auch warm heute. Kein Wunder, dass man da so ein bisschen müder ist. Sorry, aber... Hoffe, das reicht, wenn ich jetzt meinen Kühler höher gestellt habe. Ich glaube, Aluminium können wir auch noch gebrauchen.
Oh, Superkleber. Oh, Kronkorn. Oh, Amateurfunkbox. Und? Das Schloss kriege ich nicht auf. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt genügend Stahl habe. Mal sehen. Das jetzt reicht zum Reparieren und auch ein bisschen zum Modifizieren der Powerrüstung. Mal sehen. So. Wir müssen Forscher und Städten des Wissens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Oh, warte mal. Nein. Wohl Erkennungsmarken? Doch, klar. Das ist auch so ein Metall, ne? So. Probieren wir nochmal. Das wieder. So, okay, versuchen wir es nochmal. Ein bisschen Stahl haben wir ja jetzt noch. Falls ich einmal Reparaturen nötig haben sollte, scheinst du die nötigen Fähigkeiten zu haben. Ja, ich habe talentierte Hände. So, dann reparieren wir das mal. Ja, sehr schön. So. Mehr haben wir nicht, oder wie? Modifizieren geht das? Ja, leider nichts. So, aber ich glaube, die Powerrüstung ist jetzt gut repariert. Zwar nicht perfekt, aber sollte wohl, denke ich, erstmal gehen. Also immer dran denken, ein bisschen Stahl dabei zu haben. Siehst du, immerhin ist das nicht rot. Wir haben einen vollen Kern drin. Was will man mehr? So, gehen wir auf die Karte und gucken, wohin müssen. Da müssen wir also hin. Können wir uns jedenfalls nicht hinbeamen. Ist das nah? Ja, da können wir hinreißen. Deswegen so ein bisschen in der Nähe. So, da sind wir. Aber da waren wir schon mal drin, oder täusche ich mich jetzt? Oder?
Oder waren wir da doch noch nicht? Hm? Was war das? Oder waren, glaube ich, hier doch noch nicht drin? Könnten wir auch erstmal hier rein? Ich glaube, hier könnten wir vielleicht ganz gute Sachen besorgen, aber hier kommen wir nicht rein. Man kommt hier gar nicht rein. Hm? Dieses Gebäude. Es sieht so aus, als ob man eigentlich hier rein kann. Aber ich sehe... hier absolut kein Eingang. Und auf der Karte wird das doch... Ja, komischerweise... wird es auf der Karte angezeigt. Gibt es da irgendwie einen geheimen Gang? Schade, dass der Sammy jetzt gerade nicht da ist. Wer hätte mir da ja helfen können. Es wird echt nichts angezeigt hier, ne? Hm? Ich höre was. Aber da komme ich nicht rein. Hey, wer ist da? So, da sind die Raider. Da ist nichts mehr. Man kann aber in das Parkhaus hier. War ich, glaube ich, auch noch nicht. Mal direkt speichern. Oh, Maulwurfsratten. Wow, sehr gut. Der. Gut, dass sie einen Laser hat. Ein Gammler. Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Einen Moment. Ich habe keine Munition mehr dafür. Bleib hier! Komm, hau der ab! Oh, du hast gewonnen! Oh. Der wollte aufgeben, Mist, da habe ich jetzt. Naja. Sorry! Zieh den Riegel zurück, um die Tür zu öffnen. Ja, will ich ja. Aha. Diese Dinger stehen sicherlich ganz unten in der Nahrungskette. Ja, ist leider meine Powerrüstung schon wieder beschädigt. Okay, da war jetzt nichts weiter drin. Na, eigentlich hätte ich den jetzt nicht töten müssen, ich weiß. Oh. Also, das ist nur eine Puppe, ne? Metallrüstung. Das ist doch schön. Ja. Okay. Wie ist unsere Energie? Ja, ich sollte schlafen. Dann sind wir wieder ein bisschen gesünder. So. Schlafen wir mal. Eine Stunde sollte wohl reichen. Ja, uns geht's wieder besser.
So. Darin wirst du sicherlich sehr stark sein. Ja. Okay, da können wir hoch. Out of order. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man durch das Parkdeck irgendwie darüber kommt, zu diesem Gebäude. Hm.